anders, komm. Was machen wir hier? Nun, mein Großvater sagte immer zu mir, die Zukunft kann dir alles geben, was du brauchst. Los, komm. Na, was ist? Was ist? Wenn man lang genug wartet, wird die Zukunft es zeigen. Vielleicht durch die Technologie oder vielleicht auch, weil sie erreicht, dass man Dinge einfach nicht mehr will. Wie auch immer, die Antwort liegt immer in der Zukunft. Was ist los, Boss? Komm her. Willst du zurück in die Hundeschule? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Was ist da oben los? Hallo? Hallo? Boss, wir hauen ab. Hallo, Jackie. Hier spricht Professor Hopper. Sie wurden also nicht von irgendwelchen Jägern erschossen? Also, ich habe den Bus gefunden, aber keine Spur von den Hippies. Hör mal, du musst mir meine Kletterausrüstung herrichten. Oh, wirklich? Aber sagt Taylor nichts davon. Wenn er herausfindet, dass ich eine Expedition ohne ihn vorhabe, ist er enttäuscht. Er soll besser nichts wissen. Ist für mich kein Problem. Wenn du möchtest, rede ich mit ihr. Du benimmst dich wie eine 13-Jährige. Ja. Halt einfach die Klappe. Du solltest besser deine Klappe halten. Tay-Tay, bester Freund und Kumpel. Pa. Oh, hallo Jackie und, Taylor? Er hat gesagt, du sollst mir nichts erzählen? Mhm. Diskretion war der Gefallen, um den ich dich gebeten hatte. Los, komm her, Boss. Tut mir leid. Ich hatte ein Problem mit dem Wagen, also musste Taylor fahren. Außerdem wollte er mir helfen. Sie haben ihn gesehen? Den Bus? Wann geht's los? Ich weiß es zu schätzen, dass du nicht ins Detail gegangen bist. Keine Ursache. Vielen Dank für dein Angebot. Taylor hat all die schweren Arbeiten erledigt. Die Sachlage hat sich geändert. Ich gehe allein. Okay. Wer passt auf sie auf? Boss, natürlich. Ich mein's ernst. Seit Jahrzehnten war in dieser Gegend niemand mehr. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich komm schon klar. Perfekt. Dann werden wir bald wieder zurück sein. Ich gehe allein. Ihr werdet für ein paar Tage auch mal ohne mich zurechtkommen, oder? Wenn ihr euch wegen eurer Beurteilungen Sorgen macht, sie sind bereits eingereicht und sind, anders als du befürchtet hattest, glänzend. Deine auch. Hier, zweimal die gleichen Rucksäcke. Okay, vielen Dank. Ich muss morgen früh raus. Und Sie glauben, dass Sie sie finden? Vielleicht. Und mit viel Glück könnte ich auch das finden, wonach Sie gesucht haben. Komm mit, Boss. Wahrscheinlich passiert nichts. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Warum machst du dir immer solche Gedanken? Du sollst einfach nur die Stellung halten, okay? Er ist immer noch da.
Es ist eine Wand. Jackie, mach auf! Mach schon auf, Jackie! Hi, guten Morgen. Wir müssen los, auch wenn wir ein paar Tage per Anhalter fahren müssen. Wir werden nicht ein paar Tage lang per Anhalter fahren. Dort gibt es im Umkreis von 100 Kilometern kein Netz. Wenn was wäre, wird uns niemand finden. Wir müssen doch jemanden kennen, der uns seinen Wagen leihen würde. Fällt dir irgendjemand ein? Kann ich mein Handy haben? Nein. Ich rufe sie nicht an. Nenn mir einen Menschen, der einen Geländewagen hat und für dich auch am Samstagmorgen einen Rückwärtssalto schlagen würde. Es ist nicht ihr Wagen. Er gehört ihrem Vater und sie wird ihn uns niemals leihen. Mieten wir uns einen Wagen. Die Zeit haben wir nicht. Doch. Kara? Leg wieder auf. Hey, ich bin's, Jackie, Taylors Freundin aus dem Archäologieprojekt. Schluss. Ja, ich bin zufrieden. Mir geht es sehr gut. Hör zu, Taylor möchte dich etwas fragen. Hier, nimm. Mach. Sprich mit ihr. Sorry, wir wollten dich nicht aufwecken. Du machst was? Was? Was ist denn? Ich hätte da was Aufregenderes für dich, was dein Blut in Wallung bringen würde. Dafür müsstest du aber den Geländewagen deines Vaters ausleihen. Hervorragend. Ich schick dir Jackies Adresse. Du kommst so schnell du kannst her. Alles Weitere erkläre ich dir später. Weaves? Karas Halbschwester. Wie kannst du mit Kindern umgehen? Wunderbar. Diese Widerrufserklärung lasse ich hier für den Fall, dass ich eine schlechte Note kriege. Kara boykottiert mein Schulprojekt, um einem Typ zu helfen. Aber ich habe sie durchschaut. Dad hat sie nochmal in die Fahrschule geschickt, damit sie lernt, mit Schaltung zu fahren. Hoffentlich hat's was gebracht. Okay, Dad, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Du musst eine Gangschaltung behandeln, wie du eine Beziehung behandeln würdest. Du musst was geben, um was zu bekommen. Du musst die Mitte finden. Dad. Was? Er ist nur ein Freund, okay? Ich brauche keine Beziehungstipps von dir, aber vielen Dank. Er ist in der Highschool ein gefeierter Sportler. Er spielt Rugby. Was meinst du denn damit? Es scheint, als würde er dir gefallen. Würde ich dir den Jeep leihen, wenn ich den Jungen nicht mögen würde? Nehmen wir das hier auf, um Lösungen für widrige und nicht familiäre Situationen zu zeigen? Also was ist unsere widrige nicht familiäre Situation? Also Jackie und ich sind in diesem Jahr Assistenten von dem großartigen Professor Hopper. Und er ist besessen von der Idee, diese Hippies zu finden, die in den 70ern verschwunden sind. Die haben irgendwas eingeworfen, um die Quelle der ewigen Jugend zu finden. Sie kamen Was? Nie zurück. Quelle der ewigen Jugend? Wirklich? Wenn wir dort angekommen sind, könnt ihr, wenn ihr Angst habt, im Wagen sitzen bleiben. Also wenn du einen Plan hast, wie es zu einer guten Note zu verhelfen, solltest du das tun. Warte, wir haben Furby vergessen. Ist es unbedingt notwendig, dass er mitkommt? Er riecht einfach seltsam und hat immer diesen Gestank von Käse an seinen Fingernägeln. Wenn Wallace zu lange von seiner Mutter getrennt ist, kann es sein, dass er Panikattacken bekommt. Aber er hat seine Tabletten dabei. Du hast unsere Telefonnummer. Ich bin zwar nicht zu Hause, aber... Gut, wir bringen ihn heute Abend wieder zurück. Kein Alkohol? Nein, nein. Keine Drogen? Nein, nein. Keine Mädchen? Bitte keine Mädchen. Er ist jetzt in diesem seltsamen Alter. Kürzlich tauchte ich ohne zu klopfen in seinem Zimmer auf. Du kannst dir ja vorstellen, was er dort gemacht hat. Komm, setz dich mal. Ich verspreche Ihnen, dass er ein Gentleman sein wird. Ich liebe dich, Wallace. Okay, ich liebe dich, Mom. Die Kameras kann man am Rücken befestigen, um die Hände frei zu haben. Hier, bitte. Sie haben einen Wi-Fi-Anschluss. Das Passwort lautet Furzparty. Was? Ja. Und eine für dich, meine Liebe. Die musst du dir erst verdienen. Au. Also gut, wer erklärt Furby den Ablauf? Ich brauche keine Erklärung. Das soll dir zeigen, wie groß meine Liebe für dich ist. Oh Mann. Danke, Furzparty. Wir suchen die Quelle der ewigen Jugend. Was auch immer du dir wünschst, solange ich dir dann die Quelle von Furby zeigen darf. Ein verrückter Junge. Seht euch das an. Ohne Satellitenkarte wäre es unmöglich gewesen, ihn zu finden. Furby, willst du uns was darüber erzählen? Der Grad des Verfalls, den man hier in diesem Bus erkennen kann. Das reicht, danke. Hey, das ist das Gold. Das ist es in der Tat. Wow. Jackie, ich habe mein Tablet dabei. Für den Fall, dass du später da hochgehen und dir Filme ansehen willst. Das ist so gruselig. Jackie. Die Hoppers? Ja. Wieso hat er uns nichts erzählt? Ich verstehe gar nichts. Hopper sucht nicht einfach nur nach irgendwelchen Hippies, die damals verschwunden sind. Er sucht nach seinen vermissten Eltern. Leute, wir sollten hier unbedingt ein Foto für meinen Blog machen. Los, kommt schon, das wird das tollste Profilbild ever. Na gut. Okay. Alle sagen jetzt Team Hopper. Team Hopper! Und jetzt alle Team Furby. Team Furby! Ihr seid Idioten. Furby, hilf mir mal, die Heckklappe aufzumachen. Ja, Prinzessin.
Entschuldige. Wo habt ihr den Jungen her? Erzählt meiner Mama bitte nichts davon. Hast du dir wehgetan? Nein, ich bin gestolpert. Alles in Ordnung? Über das Seil. Was? Moment, das könnte eine Sprengfalle sein. Wir sind hier nicht bei den Goonies. Wer oder was sind die Goonies? Ernsthaft? Ja. Du hast die Goonies nicht gesehen? Irgendwie siehst du aus wie Chunk. Was ist das? Meine Damen und Herren, wir haben einen Sieger. Ist das eine Höhle? Ganz ruhig, du bist nur hier, um zu dokumentieren. Wow. Die ist riesig. Ich gehe zuerst. Nein, Weaves, bitte bleib in meiner Nähe. Mhm. Niemand sagte irgendetwas über Höhlen. Hier gibt es Fledermäuse und Bären und Monster und Spinnen! Oh, hey. Ich muss hier raus! Das sind Grillen. Furby, nimm deine Tabletten. Seid vorsichtig. Grillen, Spinnen, was auch immer. Sie haben versucht, mich zu fressen. Wo ist Jackie? Ich bin hier drüben. Ich versuche, dem Seil hinterherzugehen. Du musst aufpassen. Geh nicht zu weit. Ich darf dich nicht verlieren. Moment. Das Seil wurde abgetrennt. Wir ziehen das Seil zu uns. Gut, ich lasse es los. Ich glaube, hier oben können wir nichts mehr machen. Da ist jemand runtergeklettert, aber nicht mehr nach oben gekommen. Hat jemand Hoppers Seil durchtrennt? Nein, das ist viel zu alt für Hoppers Seil. Wie weit geht's nach unten? Ich kann es nicht genau sagen. Es ist zu tief, ich kann den Boden nicht erkennen. Sind da Grillen? Ja, ein paar. Ich bin draußen. Professor Hopper, sind Sie da unten? Wir brauchen aus Sicherheitsgründen ein zweites Seil, um runterzuklettern. Was meint sie damit? Okay, Angsthase, du bleibst hier und hältst die Stellung, bis wir zurück sind. Und wie lange wird das sein? Das kommt ganz darauf an, wie es läuft. Hey! Okay. Warte! Ich möchte meine Kompetenz nicht überschreiten, aber deine Freundin kann manchmal wirklich ganz schön langweilig sein. Kara ist nicht meine Freundin. Ach, ist sie nicht? Nein, manchmal glaube ich, sie ist gar kein Mädchen. Doch, das ist sie mit Sicherheit. Wie wär's, wenn du die Klappe hältst? Sie hat eine tolle Figur. Furby, halt den Mund! Okay, nimm das hier. Nur zur Sicherheit. Ja, ich könnte auch nach euch rufen. Ihr seid nur etwa 6 Meter weg. Wir wissen nicht, wie weit wir reingehen. Und ihr wollt das wirklich machen? Ja. In meinem Rucksack ist was zu essen und Wasser, falls wir länger weg sind. Bis später, Furb. Ich werde dich vermissen. Ich zähle auf dich. Was heißt, du zählst auf mich? Oh, ich weiß nicht. Das klingt einfach besser, als würde ich sagen, mach keinen Unsinn. Wir melden uns, wenn wir unten sind. Kann ich so verstehen? Ein Ton heißt ja, 2 heißt nein und 3, ich liebe dich? Du musst dich jetzt konzentrieren, okay? In ihrem Alter hätte ich alles getan, um sowas tun zu dürfen. Ich bin 15, ich bin schon mal geklettert. Ja, aber du warst mit einem Lehrer unterwegs und du hattest Spikes, einen Helm und ein Sicherungsseil. Stimmt. Deshalb hat es so viel Spaß gemacht. Hey, Jackie, warte auf mich. Entspann dich. Es wird alles gut gehen. Jackie weiß, was sie tut. Lass Weaves mal ein bisschen Spaß haben. Warte, ich habe hier noch einen Gurt. Du kommst auch mit? Du schuldest mir was. Das ist dir klar, oder? Ja. Sei bitte vorsichtig. Bin ich. Weaves! Weaves! Es ist alles okay. Sie hätten sich bemerkbar gemacht, wenn es ein Problem gäbe. Glaubst du? Ja, sie ist deine kleine Schwester, aber deshalb nicht unfähig. Weaves! Los, sag was! Weaves! Weaves! Hey, hör auf mit dem Unsinn! Taylor? Taylor! Keine Angst, alles gut. Wir sind schon fast unten. Wieso habe ich mich von dir überreden lassen? Es ist irgendwie feucht hier. Was? Das ist unheimlich. Spürst du es? Hier ist eine unsichtbare Grenze, an der sich die Luft total verändert. Thank you.
raus, da ist jemand. Wir müssen weg hier. Was? Komm! Schnell in den Wagen! Was zum Teufel? Was ist hier passiert? Komm schon. Komm, spring an. Hallo? Ich bin unbewaffnet. Bitte erschießt mich nicht. Ich komme vom Institut für Archäologie. Ich bin hier, um eure Höhle zu erforschen. Meine Batterie ist leer. Und ich habe meinen Hund verloren. Ich sehe in eurem Bus nach, ob ich dort Überbrückungskabel finde. Ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen. Jackie! Scheiße. Jackie! Taylor! Seid ihr da drin? Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt. Ich glaube, ich habe eine Art Wahnvorstellung. Hallo? Hat jemand seine Meinung geändert? Langsam. Du siehst wie ein Profi aus. Ohne dich hätten wir uns einsam gefühlt. Wieso antwortest du mir nicht, wenn ich nach dir rufe? Ich habe nichts gehört und Jackie hat auch nichts gehört. Dann solltest du deine Ohren mal untersuchen lassen. Ich habe andauernd gerufen. Ich habe nichts gehört. Gehen wir weiter. Erkunden wir die Höhle. Ja, gern. Abenteuer, wie komm. Das ist so wunderschön. Ja, ist das. Wir sehen uns mal in dem Gang hier um. Alles klar. Reeves, bleib in der Nähe. Hörst du mich? Ganz vorsichtig. Reeves. Stopp. Was? Das war ich nicht. Okay, pass auf, wo du hintrittst. Geht's? Ich bin gespannt, wie lang diese Höhle ist. Ich auch. Ganz schön unheimlich hier drin. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Okay. Ja. Sofort raus! Nein, wir sind nicht hier unten, um aufzugeben, nur weil wir Geräusche hören. Ist das dein Ernst? Ja, ist es. Geräusche? Da waren Schreie. Komm, wir hauen ab! Warte! Ich gehe nicht ohne Hopper! Kara, warte! Ich kletter am schnellsten. Fabi und ich können euch beide schneller hochziehen, als ihr selbst hochklettern könnt, okay? Ich komme dann wieder runter. Alles klar? Nein, nein, nein. Yeah.
was passiert? Geht schon. Alles in Ordnung? Ja. Es ist alles okay. Es geht schon. Wie konnte das passieren? Fabi, hör auf mit dem Mist, das ist nicht lustig. Wirf den Rest des Salz wieder runter, du Idiot. Du hättest Jackie fast umgebracht. Fabi? Wieso macht er sowas? Hey, Fabi, was machst du da oben? Dieser Idiot. Vielleicht habe ich was dabei. Ich kenne Fabi seit dem Kindergarten. Er würde sowas niemals tun. Was ist? Ich habe mich in ihrem Klettergurt verfangen. Wie schlimm ist es? Ich glaube, sie sind gebrochen. Sorry, Hopper. Deine besten Kletterer sitzen jetzt auf der Ersatzbank. Ist es bei dir auch so schlimm? Ja. Wir müssen uns überlegen, wie wir hier rauskommen. Es wäre kein Problem, wenn Fabi sich besinnt und uns ein anderes Seil runterwirft. Kannst du mit der Hand überhaupt klettern? Habe ich etwa eine Wahl? Kara, du musst ungesichert hochklettern. Was? Nein, das sind 30 Meter. Das ist so gefährlich. Das Funkgerät. Das wird sicher eine gute Note. Ganz bestimmt. Fabi, hör endlich auf mit dem Unsinn. Wir brauchen deine Hilfe. Wirf uns sofort das andere Ende des Seils herunter. Fabi. Drück auf den Alarmknopf. Da unten ist was. Und die haben ein Funkgerät? Professor Hopper? Hier ist Taylor, wir sind in der Höhle. Hilfe! Hilfe! Kara? Taylor? Wer ist da? Taylor, hilf mir! Professor Hopper, sind Sie das? Fabi gesagt? Er klingt nicht wie Fabi. Wer spricht da? Das ist unsere Frequenz. Hilfe, ich bin's, Fabi. Was hast du vor? Ich versuche herauszufinden, was hier verdammt nochmal vorgeht. Gehen wir. Nein, nein, du kannst da nicht alleine reingehen. Und du bleibst hier bei Jackie. Das sagt die Einzige, die eigentlich gar nicht hier wäre. Ich werde nicht tatenlos hier rumsitzen. Vielen Dank. Soll das ein Witz sein? Nein. Hopper würde jetzt sagen, setz dich auf deinen Hintern. Und zwar sofort. Wer soll mich aufhalten? Siehst du? Verstehst du jetzt, warum ich keine 15-Jährige mitnehmen wollte? Bedank dich bei ihrem dämlichen Freund, der das Seil gekappt hat. Er hat es nicht gekappt. Hier ist das Schulprojekt zu Ende. Nur ein Video kann beweisen, was gerade passiert. Ich finde, ich sollte alles aufnehmen, oder? Wenn sie die Taschenlampe hält, kann sie auch aufnehmen. Also wir können auch warten und sitzen bleiben oder herausfinden, was da drüben los ist. Ich hasse euch alle. Bis später, Freunde. Ich warte hier. Ich habe das Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein. Bleib einfach allein hier und warte, Jackie. Ja, sehr gut. Die Höhlenhexe sieht dich. Ich höre niemanden mehr. Vielleicht haben sie das Funkgerät ausgeschaltet. Könnte sein. Pass auf deinen Kopf auf. Professor Hopper? Die Höhle muss uralt sein. Professor Hopper? Seht euch die Gesteinsformationen an. Jetzt bist du also auch noch Höhlenspezialistin. Ich sehe mir mit Dad viel auf Discovery Channel an. Da vorne ist Licht. Freunde? Fabi? Warum bewegt sich das Licht so?
Ich weiß es nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist unheimlich. Was, wenn der Tunnel weiter und weiter geht? Wahrscheinlich ist es Furby, der Unsinn mit seiner Taschenlampe macht. Was soll es sonst sein? Furby! Hey, hilf mir mal hoch. Geht's? Ja, ich bin schon fast oben. Da ist ein Seil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Taylor, bring Wies wieder zurück. Wieso? Ich will sie nicht hier haben. Was ist denn los? Verdammt, Taylor, bring sie wieder zurück. Ja. Komm. Worüber regt sie sich denn so auf? Ich weiß es nicht. Sie ist deine Schwester, also hören wir auf sie. Was ist das? Psst, warte. Hey, was gibt's? Was machst du da? Oh, nicht viel. Ich kann nur nicht laufen und ihr habt mich eine gefühlte Ewigkeit alleine in diesem gruseligen Raum zurückgelassen. Aber ihr kennt mich ja. Wie geht es euch? Habe ich euch gefehlt? Natürlich hast du uns gefehlt. Oh, Taylor, die Höhle ist gruselig. Was hast du gesehen? Los, setz dich! Bin ich dein Hund? Beruhig dich, Kara. Wir müssen alle mit der Situation fertig werden. Taylor, sieh dir das an. Was ist los? Was auch immer es ist, beruhig dich bitte. Oh mein Gott. Kara? Jetzt reicht's, Freunde. Sagt endlich, was los ist. Bleibt, wo ihr seid. Wir können ihn hier nicht liegen lassen. Liegen lassen? Jackie, bleibt beide da, wo ihr seid. Ist es Hopper? Ihr versucht's damit. Ihr bleibt, wo ihr seid. Das meine ich ernst. Nein. Warte, oh mein Gott, Kara! Nein, Weaves, nein! Ist es Furby? Nein. Dahin. Bitte nicht! Warum? Was ist? Was ist mit ihm passiert? Ich glaube, er hat sich das Genick gebrochen. Komm her. Er darf nicht sterben. Beruhige dich. Wir schaffen das. Es wird alles wieder gut. Als er runterkletterte, hat jemand sein Seil durchgeschnitten. Wer sollte ihm sowas antun? Warum sollte jemand Furbys Seil durchschneiden? Warum wollte er runterklettern, wo er doch vor allem Angst hatte? Ja, die Kamera ist noch an. Hat Furby was in seinem Rucksack mit runtergebracht? Ein Karabiner wäre gut gewesen. Okay, das ist es. Ich zähle auf dich. Was heißt, du zählst auf mich? Ich weiß nicht, das klingt einfach besser, als würde ich sagen, mach keinen Unsinn. Wir melden uns, wenn wir unten sind. Kann ich so verstehen, ein Ton heißt ja, zwei heißt nein und drei, ich liebe dich? Ich weiß nicht, ob die Rangers ein Spiel mit mir spielen, aber es ist seit etwa einer halben Stunde Funkstille. Ich gehe jetzt mal rüber und sehe nach, was da los ist. Hallo? Hey Leute, was ist los? Ich versuche über die Situation nicht allzu viel nachzudenken. Denn das hier ist schon irgendwie sehr seltsam. Und mit seltsam meine ich unheimlich. Ja, unheimlich. Ich hätte nicht anfangen dürfen, darüber nachzudenken. Da ich zu viel darüber nachdenke, beginne ich mich selbst dafür zu hassen. Und jetzt muss ich pupsen. Und seht mal, was ich gefunden habe. Eine Höhle, ein Seil und ein Jeep. Glaubt ihr, dass Hopper hier runtergeklettert ist? Ich glaube schon. Ihr seid die falsche Höhle runtergestiegen. Ich habe die Aufzeichnungen von Hoppers Dad gefunden. Und ich glaube, er hat damals in den 60ern etwas zu viel Gras geraucht, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb war er so besessen von der Idee mit der Quelle der ewigen Jugend. Es sind Zeichnungen und Geschichten über die spanischen Eroberer, die nach Höhlen gesucht hatten. Von den Eingeborenen sagten, dort gäbe es magisches Heilwasser oder sowas. Die Königin ließ sich davon eine Probe für ihren sterbenden Ehemann mit nach Hause bringen.
Sie wurden alle getötet oder kamen mit leeren Händen zurück. Die letzte Expedition verschwand irgendwo im Nordwesten Alamos. Es wird doch das Letzte sein, das ich lesen werde, bevor es dunkel wird. Wieso sagt er, es wird dunkel? Es kann gar nicht dunkel werden, es ist Mittag. Vielleicht hat er einen Filter auf der Kamera und wollte wieder einen Witz machen. Das kann nur ein Witz sein. Es ist dunkel, also was soll daran lustig sein? Das ist nicht lustig, er meint es ernst. Jetzt ist es Mitternacht und ihr seid immer noch nicht zurück. Mein Handy hat keinen Empfang und mein Akku ist leer. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding fährt. Also Kara, wenn du das hier siehst, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Zorn meiner Eltern. Okay, ich will nicht lügen. Die Kojoten machen mir Angst. Also ich habe die Kamera ausgeschaltet und inzwischen ein wenig in den Aufzeichnungen von Hoppers Vater weitergelesen. Diese magische Heilwassergeschichte wurde von Generation zu Generation weitergegeben, aber erst als Hoppers Vater selbst Kinder hatte und seine Tochter krank wurde, macht er sich auf die Suche nach der Höhle. Das bedeutet, die Kleine ist der Grund dafür, dass meine Freunde verschwunden sind und ich heute Nacht von Kojoten aufgefressen werde. Oh, hallo. Wahrscheinlich hatte meine Mama einen Herzinfarkt, weil ich nicht nach Hause gekommen bin. Wisst ihr, was mich nervt? Mir ist was eingefallen. Keiner weiß, dass wir hier sind, denn wir haben gesagt, dass wir zu Hamilton Pool gehen. Taylor? Diese Aufteilung in Gruppen. Der Arme ist total verwirrt. Jackie. Eine Höhle zu klettern. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Das bedeutet, ich bin nicht nur ganz alleine hier, sondern ich habe auch keine Ahnung, wie ich zurückkommen soll. Und außerdem weiß niemand, wo ich bin. Heute ist Dienstag. Die Autobatterie ist leer, weil ich die ganze Nacht Radio gehört habe. Weil ich einfach Angst vor der Dunkelheit hatte. Ich habe alles gegessen und das ganze Wasser getrunken. Und langsam glaube ich, dass meine Freunde wahrscheinlich tot sind. Und es für mich nur noch eine Möglichkeit gibt, das hier zu überleben. Ich muss mit Hoppers Seil nach unten klettern und seine Autoschlüssel finden. Dieser Teil ist für meine Mom. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gesagt habe, wohin ich gehe. Ich habe endlich neue Freunde gefunden. Und ich glaube, diesmal mochten sie mich auch. Und wenn ihr das hier finden solltet, dann freue ich mich, dass ihr noch am Leben seid. Cool, ruhig und gefasst. Ich habe keine Angst vor Tieren. In Ordnung. Es kann losgehen. Ich bin cool, ruhig und gefasst. Wie ein echter Mann. Cool, ruhig und gefasst. Alles ist gut. Was ist da los? Er sieht irgendwas. Oh mein Gott! Bitte schalt es aus. Bist du jetzt zufrieden? Da hast du deine Antwort. Oder willst du weitergehen, bis wir alle tot sind? Das ergibt keinen Sinn. Der Timecode zeigt mehrere Tage an und wir sind erst eine Stunde hier. Vielleicht sind wir auf dem Weg nach unten eingeschlafen oder sowas. Alle? Was redest du für einen Unsinn? Ich bin nicht eingeschlafen. Bist du eingeschlafen? Bist du eingeschlafen? Niemand ist Jackie, eingeschlafen. Jackie, beruhige dich. Ich habe doch nur laut gedacht. Wenn ich eine Antwort auf das hier hätte, würde ich es sagen. Das weiß ich, aber du bist die Einzige, die eine Möglichkeit hat, die die anderen nicht haben. Ja, und welche ist das? Du bist die Einzige von uns, die wieder raufklettern könnte. Vielleicht würde ich es schaffen. Nein. Entweder Weaves oder du. Oder wir gehen weiter in die Höhle rein und hoffen, dass uns nichts passiert. Nein, das ist zu gefährlich. Ihr habt gesehen, was mit Furby passiert ist. Aber es ist noch gefährlicher, hier zu warten. Da ist jemand, der Seile durchschneidet. Ja, ich habe nicht mal ein Seil, das man durchschneiden könnte. Keiner wusste, was auf uns zukommt. Wir suchen nach jemandem, der verschwunden ist. Und derjenige war auch auf der Suche nach jemandem, der verschwunden ist. Was dachtest du, würde passieren? Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir wären ihm einen Schritt voraus, weil wir das Seil fanden, das vom Wagen aus hierher führte. Okay, es tut mir leid. Kann ich dich kurz mit Taylor und Jackie allein lassen? Warum? Jackie hat recht, ich bin die Einzige, die raufklettern kann. Sie nimmt immer noch auf.
Freundin war es ja nie. Kann ich mich auf dich verlassen? Mhm. Hey. Ja? Warte noch einen Moment. Hier, nimm das mit. Es ist ein GPS-Lichtsignal. Es sendet SOS von überall auf der Welt. Du musst es oben aktivieren. Ich habe es eingepackt, als mir klar wurde, wie dumm es ausgehen kann, wenn man nach jemandem sucht, der selbst auf der Suche nach jemandem verloren geht. Hey, komm nicht ohne Hilfe zurück, okay? Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass du weißt, was hier vor sich geht? Das tue ich nicht. Du willst es mir nicht erzählen? Gut, ich wollte ja nur wissen, wofür ich da hochklettere. Ich finde zumindest, dass du mir das schuldig bist, oder? Ich glaube, es ist die Sonne. Es geht um die Tage und Nächte. Deswegen passt der Timecode nicht zum Video. Ernsthaft? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Es ist nur so eine Idee. Ich warte hier, falls du mich brauchst. Und vergiss nicht, erst das GPS-Signal auslösen und dann erst das Seil runterlassen. Ich weiß. Lichtsignal auslösen, dann Seil runterlassen und nicht runtersehen. Okay. Es sollte zweimal piepsen, wenn es Kontakt zu einem Satelliten hat. Wie kommst du voran? Ich bin fast oben. Ich fühle, wie die Luft sich wieder verändert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Alles war weg. Es gab keine Bäume, kein Gras. Da oben sind nur Felsen. Es war entsetzlich. Und was ist mit dem GPS? Ich hatte keinen Empfang. Ich habe alles versucht. Im Jeep hat es noch funktioniert. Ich bin überall rumgelaufen. Ich konnte das Ding nicht aktivieren. Hallo. Los, komm, ich hab dich. Kannst du mir helfen? Ich glaube, es ist eine Bombe explodiert.
Nachdem wir hier runterkletterten, am Himmel war irgendwas. Ich erzähle es euch, sobald ich unten bin. Hör zu, es war zwar nur so eine Idee. Sei vorsichtig, du bist fast unten. Kara, komm schon. Was soll das? Du warst nur zwei Sekunden weg. Wenn du da nicht hochklettern willst, dann sag's einfach. Hä? Das ist jetzt wirklich kein guter Zeitpunkt für Witze. Nein, das war kein Witz. Seht euch die Aufnahmen an. Seht sie euch an. Okay. Wie kommst du voran? Ich bin fast oben. Ich fühle, wie die Luft sich wieder verändert. Taylor, das Seil ist verschwunden. Hier stimmt was mit der Luft nicht. Taylor! Was? Sag denn nicht was. Verdammt, ich krieg kein Signal. Komm schon. Scheiße. Reeves. Spiel Mainzer. Das ist nicht möglich. Wie soll das gehen? Seh dir das an. Wie kommst du voran? Ich bin fast oben! Taylor! Unglaublich, was gerade passiert ist! Was ist denn passiert? Glaubt ihr mir jetzt? Ich war für 30 Minuten da draußen. Das hier sind Sekunden. Alles war weg. Die Aufnahmen sind unterschiedlich. Warum sind sie unterschiedlich? Was geht hier vor, Taylor? Mir ist bei Furbys Aufnahmen etwas aufgefallen. Auf seinem Video war eine ganze Nacht vergangen, aber das Seil führte immer noch von der Höhle zum Wagen. Es war kein Mensch, der das Seil durchgeschnitten hat. Es war die Reibung, der es für lange Zeit ausgesetzt war. Was? Hier unten vergeht die Zeit langsamer als da oben. Was? Das erklärt auch die vielen Sonnenauf- und Untergänge. Das ist die einzige Erklärung dafür, dass sich Furbys Aufnahmen Tage vor unseren abspielten. Was? Seit wann sind wir hier unten? Ich habe am Wochenende ein Date. Ernsthaft? Wahrscheinlich sind wir seit Wochen, vielleicht auch schon Monate hier unten. Es tut mir leid, Weeps. Ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen. Mein Gott, warum bin ich die Wald? Du bist 15. Ich weine nicht und du bist meine ältere Schwester. Und ich weiß, dass du uns rausbringst. Wow. Wenn das hier passiert, ist also jedes Mal ein Tag zu Ende. Moment, die Quelle der ewigen Jugend. Wenn man die Zeit einfach anhalten würde, bleibt man für immer jung. Dann ist das hier die Quelle der ewigen Jugend. Nicht gut? Okay. Wir müssen hier raus. Das hier und der Rest des anderen Seils sollten reichen, um rauszukommen. Du willst, dass ich mit dem Seil nochmal da hochklettere? Was Besseres fällt mir nicht ein. Ruh dich ein bisschen aus. Gib mir 10 Minuten. 10 Minuten? Wir haben keine 10 Minuten. Taylor und ich brauchen mindestens eine halbe Stunde. Wie lange ist eine halbe Stunde hier unten? Kara, du hast Furby doch mit dem Gesicht nach unten gefunden. Ja, warum? Im Video lag er auf der Seite und sein Funkgerät war nicht kaputt. Was also hat sein Funkgerät zerstört? Was zum Teufel passiert da oben? Wartet, ich hab's. Furby, hör auf mit dem Mist, das ist nicht lustig. Wirf den Rest
Idiot! Du hattest Jackie fast umgebracht! Furby? Moment, war Furby da noch am Leben? Dann war er das doch am Funk. Was ist da passiert? Es ist noch jemand hier drin. Und es ist nicht Hopper. Mir wird schlecht. Dir um mich keine Sorgen. Beobachte einfach nur den Tunnel. Und Weaves, achte auf herabfallende Steine. Sie schafft das. Was auch passiert, du darfst nicht nach oben sehen. Danke. Ich hab's verstanden. Du schaffst es, Kara! Du schaffst das. Du musst nur ein wenig an die Zeit denken. Oh mein Gott. Sorry. Ich halte schon meinen Mund. Mit genau dem wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. Das sind Furbys Aufnahmen. Sieh dir das nicht an. Mir ist da vorhin was aufgefallen. Was? Hier sieht Furby etwas. Man kann die Wiedergabe verlangsamen. Siehst du das? Da, genau hier. Die Richtung der Sonne verändert sich. Was? Das kann nicht sein. Oh nein. Das ist nicht die Sonne. Was? Es sind die Jahreszeiten. Deshalb verändert sich der Weg der Sonne am Horizont. Nicht nur eine Umdrehung, es sind hunderte. Was? Was sagst du? Deshalb war auf der Erdoberfläche alles so anders. Wir sind seit langer Zeit hier unten. Hey, was geht da unten vor? Was ist auf dem Video? Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Was ist auf dem Video? Das sind ganze Jahre. Es ist die Sonnenwende. Nur so macht das alles Sinn. Ernsthaft? Ihr glaubt, das war ein Jahr und nicht nur ein Tag? Wie lange ist das her? Taylor, wir sind seit Stunden hier. Also, verdammte Scheiße. Kara, pass auf! Oh mein Gott. Jackie, ist alles in Ordnung? Ja. Was zum Teufel war das? Kara, sei vorsichtig! Wir werden gerettet! Hey, Kara, kletter hoch! Das ist riesig! Oh, bitte nicht! Pass auf, da kommt was runter! Was ist das? Da kommt einer! Schnell, beeil dich, schnell! Liefs, bleib hier! Los, wir müssen abhauen! Komm! Oh mein Gott! Ich will da nicht nochmal hoch! Thank you.
schnell weg von hier. Lauf einfach weiter! Wie weit geht es da? Ich glaube, in seiner Kleidung kann er sich nicht schnell bewegen. Wo sind wir hier? Beeilt euch, wir müssen weiter. Okay. Es tut höllisch weh. Ich brauche eine kurze Pause. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Er kommt schnell weiter! Okay. Los, komm! Kommt! Schneller! Wir müssen schneller laufen! Wartet! Ich sehe ein Feuer! Warum brennt da ein Feuer? Oh nein, hier liegt eine Frau! Weaves, du übernimmst Jackie, okay? Warte, ich hab dich! Ich spüre keinen Puls mehr, aber sie ist warm. Dann ist sie gerade erst verstorben. Oh mein Gott. Was? Das ist Hoppers Mutter. Sie ist seit 40 Jahren tot. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Taylor, erkennst du sie von den Fotos? Das ist Hoppers Vater. Was machen die da? Sie mit der Waffe. Scheiße. Schnell weg. Beide, schnell. Los, macht schon.
Wir müssen Beavs und Jackie holen! Nein, warte! Wir kommen an denen nicht vorbei! Einen Helm, um atmen zu können. Was ist mit ihm? Ich weiß es nicht. Seine Zeit scheint vorbei zu sein. Schlafen die alle? Wie habt ihr das geschafft? Wir haben gar nichts gemacht. Er war's. Aus welchem Jahrhundert kommen sie? Aus welcher Zeit kommen sie? Was ist mit ihm passiert? Er kann unsere Luft nicht atmen. Seit 2 Wochen wird nach den 5 vermissten Jugendlichen gesucht. Diese 3 College-Studenten und 2 Schüler verschwanden vor genau 14 Tagen. Sie waren mit einem grünen Land Rover Richtung Westen unterwegs. Die Sheriffs von Travis... Bitte, sagen Sie uns doch, was Sie wissen. Bei uns ist heute Abend der Vater von 2 der Vermissten, Kara und Reeves Pintaro. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mit uns sprechen, Rich. Vielen Dank. Ja, ich möchte die Allgemeinheit um Hilfe bitten. Es ist 2 Wochen her, seit ich meine beiden Töchter zuletzt gesehen habe. Deshalb bitte ich Sie alle, diese Bilder anzusehen. Bitte melden Sie sich bei den örtlichen Behörden, wenn Sie zu diesem Fall etwas sagen können. Mir fehlen meine Mädchen. Bitte. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Wir müssen weiterhin das Weltall erforschen für die Zukunft der Menschheit. Ich glaube nicht, dass wir weitere 1000 Jahre hier leben, ohne unseren fragilen Planeten zu verlassen. Für eine gesunde Zukunft benötigen wir umfassende Durchbrüche. Amerikanische Fußabdrücke aus fernen Welten sind nicht nur ein Traum. Sie nennen es den Boden, 20 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. In diesem Raumschiff ist Platz für 250.000 Menschen. Sobald er sich im Orbit befindet, wird er den weltweit ersten Hyperbeschleuniger einsetzen, der in nur wenigen Stunden Raumschiffe bis zum Mars schicken kann. Während wir die letzten Schritte auf dem Weg zur Kolonisation unserer neuen Heimat, dem Planeten Mars, unternehmen, hoffen wir, dass wir eines Tages zum Planeten Erde zurückkehren können. Ist das alles passiert, während wir hier waren? Ist das die Realität? Sind wir schon so lange hier? Es scheinen tausende Jahre vergangen zu sein.
Lange genug, damit die Menschen eine komplett andere Sprache sprechen. Dann sitzen wir also hier fest? Für immer? Auch wenn wir raus auf die Erdoberfläche kommen würden, alles, was wir kennen, wäre von dort verschwunden. Das kann nicht sein. Was ist mit all denen zu Hause? Was ist mit Mom und Hey. Dad? Wir haben immer noch uns. Und Jackie und Taylor sind auch hier. Ja. Wir finden eine Lösung. Wir schaffen das. Was sollen wir tun? Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder versuchen wir jetzt sofort hier rauszukommen, oder wir akzeptieren, dass wir für immer hier festsitzen werden. Denn wenn dieser Typ das ist, wozu sich die Menschheit entwickelt hat, was erwartet uns dann, wenn wir oben wieder ankommen? Wie die Erde auch aussehen mag, wir kennen jetzt einen Weg, der hier rausführt. Taylor, sieh mal. Oh mein Gott. Was ist das? Hoppers Rucksack. Er war hier. Er muss den anderen Tunnel genommen haben. Wir müssen endlich hier raus. Vergiss, was ich gesagt habe. Wenn wir ihn nicht finden, war alles umsonst. Was? Hopper wüsste, was jetzt zu tun ist. Das glaubst du wirklich? Moment mal. Was ist mit dem Revolver des Cowboys? Danke, Jackie. Es sind noch vier Kugeln drin. Ich bin gleich wieder da. Holt Furby und wenn ihr Schüsse hört, dann wartet nicht auf mich. Geht einfach weiter. Papa? Papa? Professor Hopper! Professor! Professor, ich bin's, Taylor! Es ist ziemlich schlimm. Was? Eine Zeitverschiebung. Langsamer. Es ist so, als würde alles langsamer, sobald man hier reinkommt. Das ist es. Sie haben es wirklich gefunden. Die ganze Höhle ist ein System aus Gängen, die dazu.
dazu da sind, die Quelle der ewigen Jugend zu schützen. Jede Ebene hat eine andere Geschwindigkeit. Taylor, wir brauchen deine Hilfe! Jackie! Jackie, wir sind hier! Warte, geh da nicht rein. Wenn du da reingehst, bin ich nicht in der Lage, dich wieder rauszuholen. Taylor! Also, wir müssen los! Warte, warte, ich kann mich nicht bewegen. Kommen Sie! Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Oh, es tut weh. Sie haben direkt durchgestochen. Kommen Sie. Ja, das Wasser ist nicht weit entfernt. Kommen Sie. Kommen Sie. Stopp! Ich bin am Ende. Ich hole das Wasser. Ich werde die nächsten 5 Minuten nicht überleben. Geh schon. Ich werde ewig brauchen, um hier rauszukommen. Auch mit deiner Hilfe. Sieh zu, dass du verschwindest, bevor noch mehr von ihnen hier auftauchen. Die Pistole brauche ich. Ich werde sie dir später zahlen. Taylor! Taylor, jetzt hau schon ab, na los. Taylor, du musst uns hier mit Furby helfen! Hau ab. Ich verlasse die Höhle nicht ohne sie. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Jetzt hau ab! Ich bin gleich zurück. Taylor! Ganz in der Nähe. Ich brauche nur ein paar Minuten. Auch wenn ich ihn tragen muss. Diesmal komme ich mit. Wie lange dauert das hier? Mein Knöchel verheilt sofort. Okay, hoffentlich dauert das bei Furby auch nicht viel länger. Ja, das hoffe ich. Beast! Ich glaube, da sind wir richtig. Mach dich bereit, es anzuzünden, egal was passiert. Wir den Typ aus dem All auch reintauchen? Immerhin hat er uns geholfen. Leute. Oh, Scheiße. Sie kommen, wir müssen weg. Wie ist zünde es an? Sie wachen auf! Nimm das Lichtschwert mit. Komm, schnell! Kommt, lauft schneller! Ja, so ist es gut. Beeilt euch, sie sind direkt hinter uns. Oh, Mist. Das Licht bewegt sich nicht mehr. Wieso? Schnell, hoffen wir euch. Sie kommen. Ich bin hinter dir. Beeilt euch. Sie sind da. Oh, ich hab so Angst. Seht nicht nach unten. Beast, kommst du klar? Ja, ich schaffe es. Jackie? Alles klar. Wir haben ein Problem. Hier läuft etwas gewaltig falsch. Hier unten läuft auch etwas gewaltig falsch. Was ist das? Ist das Wasser? Wenn ich mich zwischen diesen Höhlenmenschen und Wasser entscheiden muss, würde ich sagen, kletter weiter. Kara, sei vorsichtig. Warte, ich komme! Niemand hat meinen Arm! Deine Hand, ich hab dich!
Oh mein Gott. Oh. Jackie, ist alles in Ordnung? Nein, 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 nein. Vorsicht, sie kam hoch. Nein. Sie ist da oben. Kara! Habt keine Angst, ihr müsst nur durch die Wasseroberfläche hindurch. Einer nach dem anderen. Warte noch. Bees ist die Erste. Oh nein! Taylor, geh weg vom Felsen. Wo führt das hin? Wir sehen uns einfach auf der anderen Seite. Geh weg vom Felsen. Oh, Kara, ich weiß nicht recht. Du schaffst das. Halt einfach die Luft an. Bist du bereit? Und was wird aus Furby und Hopper? Das klären wir später. Beruhig dich und halt einfach die Luft an. Fertig? Ich freue mich drauf. Hallo, ist hier jemand? Nicht sein. Hey, Furby. Das kann nicht sein. Wollt ihr auf den Mars? Willkommen. Dieser Ort hat was. Oh, da sind sie. Weaves. Mami. Eddie. Ja. Es gibt viel zu besprechen. Sind wir hier? Also, es ist nicht unser Zuhause, aber wir sind zusammen. Sagtest du, wir zwei richtig zusammen? Nein, du Trottel. Los, kommt, ich führe euch rum. Kommt raus und trocknet euch ab. Es hat sich vieles verändert, aber irgendwie sind wir hier etwas ganz Besonderes.